Das ist das Ende von Huggy Wuggy. Wir schauen uns heute mal die Evolution von Huggy Wuggy an. Zumindest sagt das hier das Thumbnail vom Video. Wir schauen mal rein. Lasst wie mal einen fetten Like da, lasst auch ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und jetzt let's go. So, wir sehen hier jetzt Poppy und Huggy Wuggy. Und wir sehen hier erstmal, die sind anscheinend hier irgendwo in der Playtime Company. Die sehen das da draußen, dass da draußen eine andere Welt ist. Abseits von der Spielzeugfabrik. Und die will abhauen. Oh Gott. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Wir sehen, der sieht ein bisschen verstört aus. Aber ich glaube, das liegt daran, weil ihr noch kein Like dagelassen habt, Leute. Oh Gott. Poppy wird auf jeden Fall zurückgewiesen und sie schiebt die Schuld auf Huggy Wuggy, dass er raus wollte und nicht sie. Oh Gott. Und er nimmt die Schuld auf sich anscheinend. Der Arme, ich was? Und er wird weggeführt. Oh mein Gott. Obwohl er nichts getan hat, er wird gefesselt. Und sie ist dran schuld. Nur sie ist dran schuld. Und jetzt sieht sie, glaube ich, durch die Scheibe, wie Huggy Wuggy gefesselt wurde. Oh nein, er wird, glaube ich, gefoltert. Was ist das, ein Elektroschocker? Nee. Huggy Wuggy, irgendein Barcode wird auf seine Stirn gebrannt. Oh mein Gott. Das hört sich auf jeden Fall nicht so gut an. Der Doktor der Professor flüchtet. Lol, da ist Killy Willy. Ist das der richtige Name? Ich meine schon. Und Killy Willy. Warum sind da Blaze-Sounds? Oh, lol. Der haut einfach Puppy weg. Also Killy Willy. Und jetzt, was passiert mit ihr? Also Huggy Wuggy. Oh, er mutiert. Läuft bei ihm. Was eine Maschine. Oh, er beißt ihn. Oh mein Gott. Ah, und da kam natürlich ein bisschen Ketchup heraus, ne? So, und jetzt flüchten sie anscheinend zusammen weg aus diesem Labor. Ah, das lässt Killy Willy nicht auf sich sitzen, glaube ich. Und die wollen jetzt nochmal flüchten, aber Huggy Wuggy kommt anscheinend dann nicht raus. Ah, ist schon krass. Er ist so eine unsichtbar nicht. Ist so eine Schutzbarriere ist anscheinend dort, dass Huggy Wuggy nicht aus der Firma fliehen kann. Und wir sehen, sie versuchen sogar noch einmal. Aber es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Auf Teufel komm raus. Klappt es nicht, Freunde. Und hat sie blutige Hände bekommen. Warum das denn? Aber wahrscheinlich, weil er ja diesen Killy Willy getötet hat. Denke ich mal. Oder? Also sie hat keine andere Wahl, als ihn zurückzulassen eigentlich. Das sieht also schlecht aus. So, da oben ist wieder dieser Barcode von Huggy Wuggy, der ihn auf die Stirn gebrannt wurde. Ah, und jetzt versucht sie, diesen Barcode irgendwie kaputt zu machen. Hä, aber was bringt das? Ist dieses Schild nur für ihn gedacht, weil er der Barcode das irgendwie scannt oder was? Das wäre jetzt meine Vermutung. Und anscheinend stürzt die Firma einfach mal ein und Killy Willy kommt schon wieder. Oh Gott, das ist eine ganz knappe Angelegenheit. Ein Rennen gegen die Zeit. Oh ja, dieser Barcode, der geht weg. Nicht QR-Code, sondern Barcode. Oh, 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 oh. Jetzt aber schnell weg. Jetzt schnell weg. Oh, er kickt ihn raus und sie wird gepackt, oder was? Oh Gott. Nein, sie stirbt jetzt oder was? Sie wurde aufgegessen von Killy Willy. Oh nein. Aber er kommt auch nicht mehr heraus. Also Poppy wurde wirklich von Killy Willy aufgegessen. Ja, da ist ein Schuh.
Also er kann froh sein, dass er das Ganze auf jeden Fall überlebt hat. Und die Frage ist, wird er sich jetzt rächen? Ich denke schon, ne? Ich denke, jetzt wird er sich natürlich rächen wollen. So, und irgendwo sind die jetzt in der Stadt oder so anscheinend. Hä? Es lebt sie anscheinend doch wieder. Hä? Er wird jetzt mutiert. Lol. Er hat so eine Spritze bekommen, Huggy Wuggy. Und er wird größer. Er wird auf jeden Fall größer. Man hat es gesehen. Playtime. Die sind also immer noch in der Fabrik unterwegs. Also Playtime Company. Und da ist wohl Player anscheinend am Start. Ja, warum killt... Will das Huggy Wuggy Player angreifen? Also anscheinend wurde er von so einer... von so einer Brücke runtergestürzt. Okay. Was ist das jetzt genau, was sie da hingeschmissen hat? Warum ist sie so genervt? Das ist Kleber? Ist es Kleber oder sehe ich das falsch? Und ja, ein Foto hat Huggy Wuggy noch dabei oder irgend so ein Zettel. Ich glaube, das ist ein Foto. Wahrscheinlich von den beiden, könnte ich mir gut vorstellen. Sieht so aus, oder? So, wer ist jetzt das auf der Brücke? Boah, keine Ahnung. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das scheint eine Spielzeugbesitzerin zu sein. Die hat wahrscheinlich mit Huggy Wuggy immer so gespielt. Und jetzt sind sie einfach face to face. Wir suchen natürlich irgendwie da aus der Firma zu flüchten und Poppy sieht es einfach mal und wird ein bisschen sauer anscheinend. Oh Gott. Und oh Gott, versucht jetzt hier irgendwelche Kisten runterzuschmeißen. Können sie flüchten? Das ist die Frage. Anscheinend können sie flüchten aus der Fabrik. Oh, und der Blitz trifft sie selbst. Das war keine gute Idee. Und der Eingang wurde komplett zugestellt mit irgendwelchen Kisten. Ah ja. Die flüchten auf jeden Fall. Vor der sauren Puppy. Und die finden jetzt wahrscheinlich das Foto, oder? Kann das sein? Das hat der Huggy Wuggy gerade noch liegen lassen. Ah, das Foto ist von der Besitzerin und Huggy Wuggy, wie die am Klavier sind. Oh, die wird jetzt sauer. Puppy wird auf jeden Fall sauer. Und hat anscheinend auch eine Ahnung, wo sie sich aufhalten. Das wird, glaube ich, kein gutes Ende haben, Leute. Die guckt schon ein bisschen wie so ein Psycho. Oh Gott. Hab jetzt schon Angst, was passiert. Sie versucht, Poppy abzuwerfen mit einem Kaktus, mit einem Buch oder noch irgendwas. Und jetzt fusioniert sie das alles zusammen anscheinend und wirft das zurück, oder was? Oh Gott, sie wirft es zurück und... Huggy Wuggy versucht abzufangen und bekommt die volle Ladung ab. Oh mein Gott, und ist, glaube ich, gestorben. Er weint und blutet. Was hat sie getan? Was hat sie getan? Sie hat Huggy Wuggy einfach getötet. Sie scheint aber auch selbst ein bisschen schockiert zu sein. So war das, glaube ich, nicht geplant. Es fing an mit irgendeiner Spritze. Oh ja. Wir sehen, Huggy Wuggy ist auf jeden Fall mutiert danach. Und haut einfach mal das Buch auf den Kopf. Oh mein Gott. Also Huggy Wuggy ist auf jeden Fall hier gestorben. Das ist das Ende von Huggy Wuggy in der Story, glaube ich. Und jetzt versucht sie irgendwie wieder Huggy Wuggy mit Blitzen abzuschießen und so zum Leben zu bringen, oder was? Sieht auf jeden Fall besser aus, aber ich glaube, die ganze Kraft von Poppy wurde rausgesaugt. Anscheinend lebt wieder Huggy Wuggy. Aber wahrscheinlich ist Poppy jetzt gestorben. Ich weiß es nicht. Und sie verzieht sich. Okay, irgendwie eine sehr komische Geschichte, muss ich ja ehrlich sagen. Keine Ahnung. Aber gut, in dem Sinne, Leute, würde ich sagen,
das wär's, glaube ich, gewesen mit dieser Animation. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen fetten Like da, lasst auch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.